Ja, hi Leute, willkommen zu dieser Folge. Heute haben wir wieder einen Hirschkäfer vor uns und zwar aus der Gattung Cyclomatus. Das hier ist ein Männchen von Cyclomatus tarandus. Von dieser Art habe ich vor 10 Jahren, also 2009, schon mal Exemplare bekommen. Und diese hier waren auch lebendig in Deutschland. Es wurde versucht, sie zu züchten, aber meines Wissens hat das nicht geklappt und es sind auch heutzutage keine Cyclomatus tarandus mehr in deutschen Zuchten zu finden, zumindest nicht, dass ich wüsste. Die Japaner haben aber geschafft, diese Art zu züchten, also denke ich, wenn es nochmal irgendwie passieren sollte, dass diese Art lebendig zu uns kommt, dass dann auch Nachzuchterfolge zu verzeichnen sind, da das Know-how und die Substrate ja in den letzten 10 Jahren deutlich besser geworden sind, auch hier bei uns. Diese Art stammt sehr wahrscheinlich endemisch von Borneo. Es gibt zwar Nachweise von Sumatra und Java, aber da steht dann auch dabei, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine falsche Zuordnung dort handelt, also dass ein falsches Label am Käfer steckt. Deswegen können wir davon ausgehen, dass diese Art endemisch auf Borneo ist und zwar hier in Kalimantan, also dem indonesischen Teil von Borneo und in Sarawak. In Sabah und Brunei gibt es meines Wissens nach keine Nachweise dieser Art. Diese drei Exemplare hier stammen von Kalimantan und dieses große Männchen ebenfalls, aber da habe ich auch genauere Funddaten. Und zwar wurde dieses Exemplar hier am Mount Bawang gesammelt, auf einer Höhe von 1000 bis 1500 Metern. Dieser Berg liegt in der Simkawang-Region. Und ja, das Exemplar wurde im März 2018 gesammelt und ist für diese Art eigentlich schon relativ groß. Die Maximalgröße ist bei 65 mm angegeben. Es gibt mit Sicherheit auch Exemplare, die vielleicht 3-4 mm mehr haben können, aber das hier kommt mit Sicherheit an diese 65 mm ran. Hier diese Exemplare sind etwas kleiner. Das Männchen hier hat 42 mm, der hier 51. Das Weibchen habe ich jetzt nicht gemessen, das wird so um die 20 mm haben, vielleicht 25. Ja, allzu viele Verwechslungsarten für Cyclomatus tarandus gibt es gar nicht. Die einzige, die jetzt vielleicht am ehesten mit diesen zu verwechseln ist, wäre Cyclomatus montanellus, die Nominatform von Cyclomatus montanellus. Aber da gibt es dann doch einige Unterschiede. Und zwar haben Cyclomatus tarandus beim Aufweichen hat er seinen Kopf ziemlich hängen lassen, ähnlich wie man das von Lucanus kennt. Aber das können wir gleich einfach so feststecken, dann trocknet das auch wieder an. Wie unterscheide ich jetzt Cyclomatus tarandus von Cyclomatus montanellus? Das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar haben Cyclomatus tarandus an den Femora immer orangene Stellen, beziehungsweise halt hinten an den Femora jeweils so einen orangenen und ein orangenes Feld, sag ich mal. Und das ist bei Montanellus nicht der Fall. Die haben einheitlich gefärbte Beine. Zusätzlich, wenn man lebende Exemplare vor sich hat, kann man die ganz einfach darüber unterscheiden, dass Cyclomatus montanellus, wie auch viele Odontolabis zum Beispiel, wenn sie lebendig sind, eine Maserung oder Marmorierung auf den Elytren haben. Das ist bei lebenden Cyclomatus tarandus nicht der Fall. Die sind halt immer so kupfrig, bronzefarben. Während Cyclomatus montanellus farblich auch eher etwas variabel sind, da sind die Elytren meistens auch etwas heller gefärbt als der Rest des Körpers und es gibt da mehr Grün- und Rottöne auch am Kopf und an den Mandibeln bei Montanellus. Das haben wir hier bei Cyclomatus tarandus nicht. Zusätzlich bei Major-Exemplaren von Cyclomatus montanellus fällt auf, dass die Mandibeln oben einen etwas schärferen Winkel in der Biegung haben. Es gibt aber auch Exemplare von Cyclomatus tarandus, die das aufweisen. Genauso wie es Cyclomatus montanellus Exemplare gibt, die eben nicht so einen starken Winkel haben. Also das kann eventuell als stützendes Merkmal dienen, falls die anderen Merkmale auch zutreffen. Aber das ist eben zu variabel und es gibt bei beiden Arten beides. Bei montanellus ist es allerdings häufiger, dass dieser Winkel eben etwas schärfer ist, indem sich die Mandibeln biegen. Und zusätzlich hat Cyclomatus montanellus hier noch
einen etwas größeren vorstehenden Zahn, der bei Zygomatus taranus nicht fehlt. Die haben ganz normal diese Sägung hier unten zur Basis hin. Die haben Montanellus auch, aber Montanellus hätte eben hier noch einen etwas stärkeren Zahn vorstehen. Bei Taranus ist dieser eine große Zahn hier oft asymmetrisch, also da ist er auf der Seite hier in dem Fall etwas länger als da, das ist aber oft der Fall bei dieser Art. Und beim Kopf und Pronotum und den Beinen gibt es auch noch Unterschiede zu Montanellus. Beim Kopf findet sich bei Zygomatus taranus ja so eine etwas auffällige Erweiterung hinter den Augen, wie so ein bisschen wie dicke Backen sieht es aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier ordentlich erkennen kann. Bei Montanellus ist der Kopf aber eigentlich relativ gerad nach vorne ausgezogen und nicht nochmal mit so einer Rundung. Zusätzlich ist dann noch das Pronotum und die Tibien von Zygomatus montanellus sind breiter als bei Zygomatus taranus. Also es gibt da viele Unterschiede auf den ersten Blick, falls man sich jetzt nicht so mit Zygomatus auskennt, könnten das aber eventuell Verwechslungsmöglichkeiten sein. Von daher wollte ich das jetzt mal kurz noch durchsprechen. Zudem kommen beide Arten auch von Borneo, Zygomatus montanellus, aber auch in Sabah. Ja, gut. Ich denke, das war es dann auch schon, was ich jetzt zu dieser Art erzählen werde. Vielleicht fällt mir noch mal irgendwas ein, aber wir fangen jetzt einfach an zu präparieren. So, jetzt wo wir den erstmal wieder aneinander gesteckt haben, dass der Kopf nicht mehr so raussteht, können wir auch mal messen. Da sind wir bei genau 65 mm. Also beinahe Maximalgröße. Ich denke, da gehen noch 3-4 mm vielleicht nach oben. Ist aber dann schon sehr selten. Also 65 mm findet man in der Literatur auch meist als Maximalgröße.
Okay. Das ging jetzt relativ einfach von der Hand. Zyklomatos haben mir sonst öfter schon mal Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Aber das ging jetzt ganz easy. Und den lassen wir jetzt trocknen. Dann sehen wir uns beim Abnadeln wieder. Ja, okay, der Käfer hat jetzt ein paar Tage getrocknet. Ihr seht, der ist auch wieder heller geworden. Ja, typische Färbung eben für Zyklomatos tarandus. Manche Exemplare sind auch etwas dunkler. Der hier ist jetzt relativ hell. Wobei, ja, nee, eigentlich ist das noch relativ normal. Ja, ich denke, der ist ganz gut geworden und wir können jetzt einfach mal abnadeln. Ja, das ist dann das Endergebnis und ich bin damit echt ganz zufrieden. Also Zyklomatos waren sonst immer relativ schwer, wie ich finde, aber der hier ja, hat gut funktioniert, schön symmetrisch geworden und wir stecken den mal jetzt noch zu den älteren Artgenossen. Ja, wir sehen hier also zwei Medium-Männchen und hier jetzt ein wunderschönes Major-Tier, fast an der Maximalgröße dran. Also 67 bis 68 mm gibt es anscheinend auch Exemplare, die offiziell gesammelt wurden. Ich habe noch ein paar weitere kleinere Männchen in meiner Sammlung, die habe ich jetzt nicht alle hergebracht. Die reichen ja, denke ich, zum Vergleichen. Ja. Und dann bin ich hiermit echt sehr zufrieden mit dem Präparat. Ich verlinke euch noch in der Videobeschreibung eine sehr, sehr interessante Publikation über die Variation innerhalb dieser Art Zyklomatos tarandus von 1922 aus einer deutschen entomologischen Zeitschrift. Ja, also wer da quasi eine kleine Hausaufgabe machen will, beziehungsweise ja, sehr daran interessiert ist, der sollte sich da mal einlesen. Das ist wirklich ziemlich interessant. Aber ich wollte das jetzt hier nicht alles auch noch aufgreifen in dieser Folge. Sonst wird es einfach viel zu lang. Und ja, am besten lest ihr das einfach selber nach, falls es euch interessiert. Und der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Okay, ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.